bitte. Ich will die Sonne sehen, aber nicht durch das Gitter. Ich halt nicht aus hier, vier Wände drücken auf mich. Und hab das immer noch von mir, sein Blick und sein Gesicht. Es hat so angefangen, falsche Freunde, ich war jung. Wusste nicht, was soll ich tun, Drogen spitzen, sag warum ich Geld gebraucht habe für die Scheißdrogen. Mutter wollte helfen, doch es war zu spät, ich war am Boden. Ich nehm mein Messer, gehe raus, ich erkenne mich selber nicht. Doch ich musste wieder was holen, ansonsten sterbe ich. Und кричит не надо, подожди, я расскажу ментам. Ein Stich und seine Seele fliegt nach oben, was hab ich getan? Es tut mir leid, ich wollte nicht, ich hab ein Stein in meine Seele. Hätte ich einen Job gehabt, es würde anders aussehen. Doch ich sitze hier für immer, in meine kleine Zelle. Ich kann nicht schlafen, ich höre nur, wie die Hunde bellen. 10 Tage, bis ich wieder gehe, bis dieser Wahnsinn vergeht. Ich will nach Hause. Dass er eine Familie hat, denn sie ist nicht hier, sie ist in der Ukraine. Er darf sie mitnehmen, dann will er genug verdienen. Der Beamte zieht Minen wie den Umbinen. Nächste Woche muss er einen Auszug bringen von seinem Konto mit möglichst viel Geld. Das wird wieder nicht reichen, hat er gestern gezählt. Он решил для себя, что он забьет на закон. И перед первым делом выпил целый водки флакон. Он перекрестился, зарядил пистолет. Тихо вышел на улицу, не услышал сосед. Сердце быстро стучало, и в горле как ком. Но все-таки крикнул, все ложитесь на пол. Теперь на суде он видит мамины слезы. Ее сын проведет в холодной камере годы. Свою жену. У меня была свобода, но теперь я тут сижу. Мне моя девушка сказала, что подарит мне сына. И эта новость придавала мне еще больше силы. И до сих пор мое сердце очень сильно болит, когда узнал я, что жену из насилы валит. Мне эта новость перекрыла на секунды дыхание.